Sagen wir mal so, es ist kein eigentlicher Geschäftszweck der Firma Durmet, es ist ein persönliches Herzensanliegen von mir. Und die Idee des Radio String Quartett Vienna, das wirklich neben Kronos Quartett zu den innovativsten Ensembles dieser Art zählt, einzuladen. Diese Idee haben wir geboren, genau in der Nacht des Konzerts mit zum Goldbergwerk mit Karl-Heinz Sessel. Nicht so weit gehen zu sagen, dass wir Crossover machen, obwohl das wahrscheinlich der gängigste Begriff für uns ist, was wir machen, weil Crossover immer was bedeutet, wo man Stile vermischt, das machen wir schon. Allerdings gehen wir nicht in die Richtung, die von dir angesprochenen Nigel Kennedy oder David Garrett machen. Wir versuchen einfach uns aus, die lenkt sich quasi fest in, der eine macht Jazz oder was er für Jazz haltet, nämlich der Nigel Kennedy oder David Garrett macht Popmusik. Wir machen eigentlich eine Musik, die ich glaube nicht einordnbar ist, die vielleicht von der Klassik oder sicher von der Klassik beeinflusst ist, sicher vom Jazz beeinflusst ist, sicher vom Rock beeinflusst ist, auch vom Pop, auch von der Volksmusik. Was genau es für ein Stil ist, weiß ich nicht, woher das kommt. Das ist einfach das, wie wir diese Musik hören, ob das dann, wie man das einordnet, wenn man das als Crossover bezeichnen will, ist das okay. Und vielleicht auch ein bisschen richtig, aber ich glaube, es wäre einfach Musik, wäre da besser. Mit Weather Report ist wahrscheinlich diese Vielfalt an Stilen, die Band auch in sich aufgenommen hat, mit Jazz, mit der Volksmusik, die bei Jazz auch immer ganz stark da war, die auch Rock-Elemente gehabt hat, und Anfang der 70er Jahre, wie die Band gegründet wurde, da auch die Bitches Brew-Zeit, aus der ja irgendwo in Schorte gekommen sind, nicht allzu lang her. Also das sind alles Einflüsse, die von vielen Richtungen kommen, und das ist, glaube ich, etwas, wo man an Joe Zawinul anknüpfen kann oder auch muss. Wenn man gute Musik sucht, kommt man irgendwie an Joe Zawinul nicht vorbei.
da muss man im Leben sich neu ausrichten, seine Batterien aufladen und ein bisschen weg vom Alltagsgeschäft kommen. Und dann entstehen auch wieder gute Ideen, die dem Unternehmen dienen. Und ich glaube, dass wir Menschen mehr sind als nur in der Wirtschaft Tätige und als nur Familienmenschen. Wir haben viele Facetten. Eine dieser Facetten ist bei mir einfach Musik, eine Herzensangelegenheit.